Sonnenverwöhnte Küsten, kulturelle Schätze und unvergleichliches mediterranes Flair. Das alles und mehr bieten Slowenien und Kroatien. Beide Länder liegen in Südosteuropa, beide liegen an der atemberaubenden Adriaküste und beide sind perfekte Urlaubsziele. Doch abgesehen von den offensichtlichen Gemeinsamkeiten gibt es auch zahlreiche Unterschiede. Wenn ihr euch fragt, welche Destination besser zu euch passt, ist das hier das richtige Video für euch. Klima und Wetter. Slowenien hat eine abwechslungsreiche Topografie, die sich auf das Klima auswirkt. Im Allgemeinen herrscht in Slowenien ein gemäßigtes kontinentales Klima. Die Jahresdurchschnittswerte liegen bei 13 bis 15 Grad. Mit warmen bis heißen Sommern zwischen 25 und 30 Grad und kalten Wintern mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. In den höheren Lagen der Julischen Alpen und der Karawanken kann es im Winter sogar zu Schneefällen kommen. Kroatien hingegen hat ein mediterranes Klima mit heißen, trockenen Sommern und milden, feuchten Wintern. Die Temperaturen in den Sommermonaten überschreiten oft 30 Grad Celsius. Im Winter bleiben die Temperaturen in der Regel mild. Selten fallen sie unter 10 Grad. Im Landesinneren, insbesondere in den Bergregionen, herrscht ein kontinentales Klima. Hier sind die Winter kälter mit Schneefall und die Sommer sind angenehm warm. Fazit: Sowohl Slowenien als auch Kroatien bieten ein angenehmes Klima. Sonnenanbeter fühlen sich im sonnigen und warmen Kroatien besser aufgehoben. Naturliebhaber bevorzugen die Vielfalt der slowenischen Landschaften und das abwechslungsreiche Klima. Die schönsten Strände. Die slowenische Adriaküste ist zwar weniger als 50 Kilometer lang, bietet aber auf kurzer Strecke trotzdem Sandstrand. Die Strände sind bekannt für ihre natürliche Schönheit und ihren unberührten Charme. Einer der beliebtesten Uferbereiche ist der Strand von Portorož. Ein Traum ist auch der Bele Skale, der mitten im Naturschutzgebiet des Landschaftsparks liegt. Ein völlig unberührter Strand mit glasklarem Wasser, wo man noch richtig ungestört die Natur genießen kann. Kroatien hat traumhafte Strände, die für ihre Vielfalt und Schönheit bekannt sind. Ein absolutes Highlight ist der Zlatni Rat auf der Insel Brač. Mit seinem einzigartigen, sichelförmigen Strand, der in das türkisfarbene Meer verläuft, ist er ein Paradies für Sonnenanbeter. Der Strand von Makarska Riviera ist ein weiteres Juwel Kroatiens. Hier kannst du lange Sandstrände, kristallklares Wasser und eine atemberaubende Kulisse aus Bergen und Pinienwäldern erleben. Die Plitvicer Seen, obwohl sie keine typischen Strände sind, sind ein weiteres Highlight. Dieses UNESCO-Weltnaturerbe besteht aus einer Reihe von miteinander verbundenen Seen und Wasserfällen, die eine einzigartige Kulisse für einen Spaziergang oder eine Bootsfahrt bieten. Fazit: Beim Thema Strand scheint Kroatien die Nase vorn zu haben, mit einer breiten Auswahl an Stränden, die für jeden geeignet sind. Aber wer gerne ungestört schöne Strände genießt, kann das viel besser in Slowenien. Natur. Man sagt, um das wahre, ursprüngliche Slowenien zu erleben, sollte man sich am besten in die freie Natur begeben. Über das ganze Land verteilt findet ihr vielfältige Flora und Fauna sowie abwechslungsreiche Landschaften. Die Julischen Alpen im Nordwesten bieten majestätische Berggipfel, tiefe Täler und kristallklare Bergseen. Der Triglau-Nationalpark ist mit seinen gut markierten Wanderwegen, Wasserfällen und spektakulären Aussichtspunkten ein Paradies für Wanderer und Outdoor-Enthusiasten. Die Region um den Bleder See mit seiner malerischen Insel und dem mittelalterlichen Schloss ist ebenfalls ein Highlight. Der Soča-Fluss ist berühmt für sein türkisfarbenes Wasser und bietet Möglichkeiten zum Rafting, Kajakfahren und Canyoning. Slowenien ist auch bekannt für seine Höhlen, darunter die berühmte Postojna-Höhle und die Škocjan-Höhlen, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Auch Kroatien bietet eine beeindruckende Vielfalt an Landschaften, von der schier endlosen Adriaküste bis hin zu atemberaubenden Nationalparks. Die Plitvicer Seen sind zweifellos eines der bekanntesten Naturwunder Kroatiens. Mit ihren smaragdgrünen Seen, Wasserfällen und üppigen Wäldern sind sie ein Paradies für Naturliebhaber. Der Nationalpark Krka beeindruckt mit seinen Wasserfällen und Flusslandschaften, die zum Schwimmen und Bootfahren einladen.
Die Inseln Kroatiens wie Hvar, Korčula und Brač bieten eine idyllische Kulisse mit traumhaften Stränden und türkisfarbenem Wasser. Und nicht zu vergessen die Kornaten, ein Archipel aus über 100 Inseln, das mit seiner wilden Schönheit und seiner maritimen Tierwelt beeindruckt. Fazit: klares Unentschieden. Naturliebhaber kommen bei beiden Destinationen auf ihre Kosten. Stadt und Kultur. Die Hauptstadt Sloweniens, Ljubljana, hat eine bezaubernde Altstadt und ein imposantes Schloss. Hier findet ihr eine Mischung aus mittelalterlicher Architektur und modernem Flair, gepaart mit einer pulsierenden Künstlerszene. Maribor, die zweitgrößte Stadt Sloweniens, begeistert mit ihrer reichen Geschichte und ihren lebendigen Festivals. Die Stadt Ptuj, eine der ältesten Städte des Landes, lädt mit ihrem charmanten Stadtbild zu einem Spaziergang ein. Slowenien ist auch für seine erstklassigen Weingüter bekannt. Und ein Besuch der Weinregionen wie Goriška Brda oder dem Vipava-Tal verspricht einen Einblick in die reiche Weintradition des Landes. Kroatiens Hauptstadt Zagreb vereint Geschichte, Architektur und eine blühende Kunstszene. Mit ihren charmanten Gassen, den historischen Gebäuden und den lebendigen Straßencafés gibt es so einiges zu entdecken. Dubrovnik, auch bekannt als die Perle der Adria, beeindruckt mit gut erhaltenen Stadtmauern, mittelalterlichen Straßen und atemberaubenden Ausblicken auf das Meer. Split ist eine lebendige Küstenstadt mit dem beeindruckenden Diokletianspalast, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Kroatien bietet auch eine reiche kulturelle Vielfalt, von traditionellen Festivals wie der Zagreber Adventszeit bis hin zu Musikveranstaltungen in den historischen Städten. Fazit: auch hier ein Unentschieden. Ob ihr die charmanten Altstädte Sloweniens erkunden oder die pulsierende Atmosphäre der kroatischen Städte erleben möchtet, beide Länder werden euch begeistern. Sport und Freizeit. Die slowenischen Alpen bieten erstklassige Möglichkeiten zum Wandern, Klettern und Mountainbiken. Auch die Julischen Alpen sind ein Paradies für Outdoor-Enthusiasten mit spektakulären Gipfeln wie dem Triglav und atemberaubenden Wanderwegen wie dem Soča Trail. Für Wassersportliebhaber gibt es zahlreiche Flüsse und Seen, die zum Rafting, Kajakfahren und Stand-up-Paddeln einladen. Der smaragdgrüne Soča-Fluss ist besonders beliebt für Wildwasseraktivitäten. Slowenien ist auch ein Paradies für Höhlenforscher mit faszinierenden Höhlensystemen wie der Postojna-Höhle und der Skočan-Höhle. Im Winter verwandeln sich die Berge in ein Skigebiet mit erstklassigen Pisten und Langlaufloipen. Kroatien bietet eine beeindruckende Küste mit klarem Wasser und zahlreichen Wassersportmöglichkeiten wie Segeln, Windsurfen, Tauchen und Schnorcheln. Die kroatische Adriaküste ist auch ein Paradies für Bootsfahrer, die die vielen Inseln und Buchten erkunden möchten. Auch ist Kroatien ein beliebtes Ziel für Trekking- und Kletterenthusiasten, insbesondere im Nationalpark Paklenica und im Nationalpark Plitvice Seen. In Gebirgen wie Velebit und Biokovo findet ihr erstklassige Wanderwege und herrliche Ausblicke. Für Abenteuerlustige bietet Kroatien auch Möglichkeiten zum Ziplining, Paragliding und Quadfahren. Fazit: sowohl Slowenien als auch Kroatien bieten eine Vielzahl von Sport- und Freizeitmöglichkeiten für jeden Geschmack. Ob Wandern in den Bergen, Wassersport oder adrenalingeladene Aktivitäten, die beiden Länder werden euch nicht enttäuschen. Beide Destinationen bieten hervorragende Urlaubsmöglichkeiten. Wobei sich Strandliebhaber und Sonnenanbeter wahrscheinlich wohler in Kroatien fühlen, bevorzugen Wintersportler und Erholungsurlauber womöglich eher Slowenien.